Die Abenteuer von Kara, Winston und der Smart Crew. Captain Kara, Winston und der Rest der Crew sind mit der Interozean Explorer auf hoher See und halten Ausschau nach kostbaren Schätzen. Was wird wohl als nächstes passieren? Kara hat Kurs auf Treasure Island gesetzt, mit einem Zwischenstopp in der Huya-Bucht zum Übernachten. Wir kommen gut voran. Bei dem Wind sind wir in 0, nix dort. Winston soll nach Informationen über die Huya-Bucht googeln, um zu wissen, was sie dort erwartet. Fleißig tippeln seine Finger über die Tastatur. Er findet Tonnen an Informationen, unter anderem auf der Schiffratgeber-Website, wo ein neuer User namens Fisheye Flynn einen Bericht verfasst hat. Winston liest: Wer es wagt, dieses Land zu betreten, fürchte sich vor dem Fluch der Menschenfresser-Pinguine. Nicht lange ist es her, da alle Affen von dieser Insel verschwunden sind. Hilfe! Entfährt es Cookie, als er sich vorstellt, wie er von Hunderten von gefräßigen Pinguinen verfolgt wird. Kara hat ein komisches Gefühl und bittet Winston, das genauer zu überprüfen. Der nimmt sofort die offizielle Piratenlandkarte zur Hand, deren Informationen verlässlich sein sollten. Eigenartig. Hier steht nichts von durchgeknallten Pinguinen oder von verschwundenen Affen, sagt Winston. Glaubt ihr, dass man dem Bericht von Fisheye Flynn trauen kann? Kara ist sich immer noch nicht ganz sicher. Winston soll auf anderen Websites weitersuchen. Auf Wikipedia steht Folgendes geschrieben: Die Huya-Bucht ist mit ihren 230 Einwohnern wie geschaffen für Abenteurer zur See. Eine alte Legende über menschenfressende Pinguine ist frei erfunden. Wikipedia ist so eine Sache, sagt Kara. Ich finde, dass wir unsere Freunde von der Smart Crew fragen sollten. Ist der neu? Den habe ich zu Weihnachten bekommen. Cool, klingt super. Das Teil ist der reine Wahnsinn. Wikipedia ist super für Infos, aber nicht alles ist wahr. Ihr solltet immer noch woanders nachprüfen. Ja, einmal hatte ich mich für meine Hausaufgaben nur auf eine Website verlassen. Als der Lehrer sie mir zurückgab, sagte er, dass alles falsch sei. Pech gehabt, Techno. Man sollte mehr als eine Quelle befragen. Und wie macht man das? Man sucht auf zwei Webseiten. Jetzt, wo Kara weiß, dass man Informationen immer auf mehreren Webseiten überprüfen sollte, ist sie froh, das Richtige getan zu haben. Kurs auf Treasure Island, Matrosen. Auf zur Goldmine mit guter Miene, ruft Winston. Cookie ist die Sache immer noch nicht ganz geheuer. Er bringt sich lieber unter einer Bank in Sicherheit. Von nun an wird die Crew bei der Suche nach Informationen wachsamer sein. Denn man kann schnell in die Irre geführt werden. Also, R steht für risikofrei. Das bedeutet, bei der Suche nach Informationen im Internet riskiert man am wenigsten, wenn man immer alles auf mehreren Webseiten überprüft, Bücher zur Hilfe nimmt oder einfach jemanden fragt.